Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid zu einem neuen alten Fall auf diesem Kanal. Es geht mal wieder um einen Cold Case und zwar aus dem Jahr 1985. Dies ist der einzige Cold Case aus dem Bereich der Kindermorde in München, der bis heute nicht geklärt werden konnte. Und zwar geht es um das Tötungsdelikt an der damals 8-jährigen Michaela Aisch aus München. Dieser Fall stand schon etwas länger bei mir auf der Liste und wurde auch schon mehrfach von euch angefragt, ob ich dazu nochmal einen Clip machen könnte. Die kleine Michaela lebte mit ihrer Mutter, Helga Aisch, geborene Brunner, in der Bad Schachener Straße in der sogenannten Maikäfer-Siedlung. Die Mutter war damals 28 Jahre alt und geschieden und somit alleinerziehende Mutter von Michaela. Helga Aisch nannte ihre Tochter immer Mickey-Mäuschen. Sie arbeitete als Bedienung im Frühstücksservice des Alpenhotels am Hauptbahnhof in München. Michaela hatte schon lange den Wunsch, ihre Mutter einmal selbstständig von ihrem Arbeitsplatz im Hotel abzuholen. Am 17. Mai bekam Michaela dann nach einigen Diskussionen die Möglichkeit dazu, denn sie musste an diesem Tag nicht zur Schule. Ihre Mutter war zwar nicht wohl bei dem Gedanken, als sie ihr dies am Tag zuvor, also dem 16. Mai, zusagte. Denn Michaela war noch nie alleine mit der U-Bahn unterwegs gewesen, um ihre Mutter abzuholen. Wenn sie dies gemacht hat, war immer irgendjemand dabei. Oftmals ihre Cousine. Die war damals, glaube ich, irgendwie 13, 14 oder 15 Jahre alt. Am 17. Mai 1985 dann begab sich ihre Mutter gegen 5 Uhr morgens an ihren Arbeitsplatz zu dem Hotel. Michaela verbrachte den Vormittag auf einem Spielplatz und bei ihren Großeltern. Also, so wie ich es nachlesen konnte oder auch bei Aktenzeichen XY gesehen habe, muss sie wohl bei ihrer Mutter geschlafen haben und dann eigenständig zum Haus ihrer oder zur Wohnung ihrer Großeltern gegangen sein, da diese nicht weit entfernt wohnen. Allerdings wurde dieser Ablauf nirgendwo explizit erwähnt. Gegen 10.30 Uhr brach Michaela dann auf, um ihre Mutter von der Arbeit abzuholen. Wie am Tag zuvor gemeinsam beschlossen. Sie durfte dann alleine mit der U-Bahn vom Innsbrucker Ring zum Hauptbahnhof fahren. Eine damals 13 Jahre alte Schulfreundin begleitete Michaela wohl nach eigenen Angaben noch bis zum U-Bahnhof Michaelibad. Das Ganze hört sich jetzt im Moment nicht so hundertprozentig stimmig an, aber das sind so die Informationen, die ich sowohl aus Aktenzeichen XY als auch aus diversen Berichten habe. Das Mädchen hat die Angaben selber gemacht und sind wohl anscheinend jetzt auch nicht weiter bestätigt. Von daher setze ich da mal diese Aussagen im Prinzip in Klammern von der Schulfreundin. Die Großeltern, bei denen sich Michaela zu dem Zeitpunkt aufhielt, wohnten übrigens in der Hohenstädter Straße, auch in dieser Maikäfer-Siedlung. Die Maikäfer-Siedlung befindet sich übrigens im Stadtteil Berg am Leim. Michaelas Mutter hatte um 11 Uhr Feierabend und als Michaela um 10 nach 11 immer noch nicht da war, wurde ihre Mutter langsam aber sicher unruhig. Als Michaela um kurz vor 12 Uhr immer noch nicht auftaucht, wird ihre Mutter mittlerweile sehr nervös und macht sich selber auf den Weg, um sie zu suchen. Zu den weiteren Geschehnissen, was am Tag des Verschwindens passiert ist, komme ich gleich noch einmal zu sprechen. Fast 30 Tage später, am Mittag des 14. Juni 1985, meldete ein Arbeiter des E-Werks einen starken Verwesungsgeruch in der Nähe des verwachsenen Geländes am Bahndamm Braunauer Brücke in der Isarvorstadt. Dort befindet sich heute die Heffner-Alteneckstraße.
was der Arbeiter zunächst für ein totes Tier hielt, erwies sich später als die stark verweste Leiche von Michaela Aisch. Die Gerichtsmediziner stellten fest, dass Michaela auf dem Gelände missbraucht und anschließend mit ihrem eigenen Slip erdrosselt wurde. Am Tatort wurden DNA-Spuren einer unbekannten Person festgestellt. An der Fundstelle von Michaela gibt es heute ein Denkmal. Die Polizei hat den Fall nie abgelegt, sondern immer weiter ermittelt. An Michaelas Leiche konnte eine DNA-Spur festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde später im Jahr 2011 ein Massengentest an 1750 Männern durchgeführt, aber ohne Erfolg. Diese 1750 Männer lebten bereits zu dem Zeitpunkt in der Nachbarschaft oder näheren Umgebung von Michaela, als sie ermordet wurde. Aber auch die anderen bereits verzogenen Personen erhielten eine Einladung zu dem Gentest. Leider ergab der Gentest keinen Treffer. Dies war übrigens der erste Massengentest in München. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, warum wurde dieser Test erst so spät durchgeführt? Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum so spät? Aber das dürfte damit zu tun haben, dass sich diese Gentests erst einmal weiterentwickelt haben und erst im Bereich 2011 die Möglichkeit bestand, anhand der gefundenen Spuren wirklich einen sinnvollen Test durchführen zu können. Die Polizei geht klar davon aus, dass Michaela den Täter zumindest flüchtig gekannt haben muss. Bis zum späten Nachmittag wurde Michaela im Viertel um die Josefsburg von einem Lehrer und anderen Kindern mehrfach gesehen. Zuletzt gegen 17 Uhr von zwei Frauen in der Nähe des späteren Fundorts. Die Zeugen sagten unabhängig voneinander aus, Michaela sei in Begleitung eines Mannes, circa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, schlank mit dunkelblondem, dichtem, eventuell leicht gewelltem Haar unterwegs gewesen. Der Umgang miteinander habe vertraut gewirkt. Michaela und der bis heute nicht identifizierte Mann wurden in der Nähe des Kiosks in der Teutoburger Straße gesichtet. Michaela soll mit dem Mann über den Zaun ins dicht bewachsene Gelände unterhalb der Braunauer Eisenbahnbrücke geklettert sein. Am Nachmittag desselben Tages wurde Michaela dann als vermisst gemeldet. Der Platz, wo man gesehen hat, dass Michaela mit dem Unbekannten über den Zaun in dieses bewachsene Gelände geklettert ist, ist sehr nahe an dem Fundort von Michaelas Leiche. Und trotz einer der größten Suchaktionen, die es bis dahin in der Geschichte der Münchner Polizei gegeben hat, blieb das Mädchen eben die nächsten 4 Wochen spurlos verschwunden. Für Hinweise zur Aufklärung der Tat oder Festnahme des Täters wurde damals eine Belohnung von 10.000 D-Mark ausgesetzt. Das nähere Umfeld von Michaela konnte im Laufe der Ermittlungen als Spurenverursacher ausgeklammert werden. Das heißt, es war niemand aus dem näheren Umfeld. Da Michaela den Täter zumindest flüchtig gekannt haben muss, aber die damalige Nachbarschaft aufgrund des Gentests ausgeschlossen werden konnte, suchte die Polizei den Täter in einem anderen Bereich. Michaelas Mutter war auf der Suche nach einem neuen Partner. Sie hatte diesbezüglich eine Partneragentur eingeschaltet. Weiterhin war sie auch oftmals in Lokalen und Kneipen in ihrer Umgebung unterwegs und ging auch dort neue Bekanntschaften ein. Sie war zum Beispiel gerne Gast in Muckels Pilzpub
in der Kreilerstraße 64, in der Bierblume in der Josefsburgstraße 58 und weiterhin auch im Michaeli-Stürberl in der Hechtseestraße und im Laterntl-Keller am Rosenheimer Platz. Die beiden letztgenannten Lokale gibt es heute aber nicht mehr. Michaelas Mutter lebt leider heute auch nicht mehr, denn sie starb im Alter von 35 Jahren, also 7 Jahre nach dem Tod von Michaela, bei einem Asthmaanfall. So, meine lieben Freunde, das war jetzt erst einmal der Fall. Kleiner Hinweis eben, wenn ihr es heute in diesem Video so ziemlich im Hintergrund rauschen hört, dann hat das mit dem Wetter draußen zu tun. Ich lebe ja hier in Thailand und in Thailand hat man jetzt nicht so eine Fensterabdichtung oder so eine Geräuschdämmung, wie man es jetzt in Deutschland kennt, sondern also Geräusche von draußen kommen relativ schnell oder dicht auch hier ins Haus rein. Und wir haben hier momentan so ein ziemliches Unwetter. Das kann man mit dem vergleichen, was ihr immer bei mir als Intro seht. Zwar nicht, dass es jetzt dunkel ist, aber eben es kommt ziemliche Wassermassen runter und es ist halt ziemlich laut vom Regen hier im Moment. Nur, dass ihr da einen Bescheid wisst. Aber ich denke mal, die Musik, die ich ja immer untergelegt habe, die von einigen geliebt wird, von einigen gehasst wird, sollte das größtenteils überdecken. Der Fall von der Michaela Aisch wurde auch nochmal am 25. September 2013 als erster Filmfall bei Aktenzeichen XY gezeigt. Damals ging man auch ganz fest noch davon aus, den Täter irgendwie noch zu erwischen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Täter damals, wie von den Zeugen geschrieben, tatsächlich so Richtung 30 Jahre alt war, müsste er heute, sagen wir mal, etwas über 60, 65, 66 Jahre alt sein, also schon im Rentenalter. Es besteht also durchaus noch die Möglichkeit, den Täter zu erwischen. Ich gehe mal davon aus, dass so wie die Tat abgelaufen ist, ihn nachträglich auf jeden Fall irgendwie verändert haben muss. Denn dieser Ablauf ist schon ziemlich extrem gewesen. Wenn wir davon ausgehen, dass Michaela um 10.30 Uhr das Haus verlassen hat, um ihre Mutter abzuholen, und dass sie zuletzt gegen 17 Uhr gesehen worden ist, haben wir eine Zeitspanne von 6,5 Stunden. Da stellt sich natürlich die Frage, ist Michaela ihm direkt so zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr in die Arme gelaufen? Hat der Täter eventuell auf sie gewartet? Oder hatte sich Michaela mit der U-Bahn komplett verfahren, wusste nicht mal weiter, dass dann dieser ihr wohl bekannte Täter aufgetaucht ist, hat ihr Hilfe zugesagt und dann einfach den Tag mit ihr verbracht? Denn es muss ja in diesen 6,5 Stunden irgendwas passiert sein. Und in den 6,5 Stunden kann ja irgendwo nichts Schlimmes passiert sein, wenn sie gegen 17 Uhr und auch davor mit dieser Person sehr vertraut gewirkt hat. Das, wenn man sich das einmal anschaut, entweder muss es eine Entwicklung bei dem Täter gewesen sein, dass er vielleicht tatsächlich, wenn er sie zufällig getroffen hat, helfen wollte und sich dann eine, wenn auch wie immer geartete Zuneigung zu Michaela entwickelt hat, die dann in diesem schrecklichen Verbrechen geendet ist. Die Polizei hat damals, weil Michaelas Mutter auch über eine Partneragentur suchte, nach einem neuen Partner, auch diese dann damals kontaktiert und dort alle Kandidaten, mit denen sie Kontakt hatte oder mit denen sie sich getroffen hatte, durchleuchtet, aber dort ergab sich dann keine Erkenntnisse. Also im Prinzip bleibt nur die Möglichkeit, dass es jemand gewesen ist, den sie bei einem Kneipenbummel oder ähnliches getroffen hat. Was mich natürlich halt auch ein bisschen nachdenklich stimmt, also in einem Zeitraum von 10.30 Uhr bis 17 Uhr sollten vielleicht mehr Leute Michaela gesehen haben oder sollten ihr aufgefallen sein.
Gut, das ist jetzt erstmal der Fall und meine Einschätzung dazu. Was denkt ihr? Ich freue mich auf entsprechende Diskussion in den Kommentaren. Bis dahin war es das erstmal für heute mit diesem Fall. Passt auf euch auf, wisst ihr ja. Schaut einfach auch gerne mal meine Playlist durch oder schaut euch sonst in dem Kanal um. Es gibt noch eine Menge interessante Videos. Und wie schon gesagt, wenn es jetzt mit dem Hintergrundsound, mit dem Regen ein bisschen nervt, es tut mir leid, wird beim nächsten Mal nicht wieder vorkommen. Aber ich kann jetzt leider den Regen nicht abstellen und bei uns ist es halt leider so mit der Schallisolierung. Bis dann und tschüss.